Hallo und herzlich willkommen hier bei den Computer Artists zur 22. Hardware News. Heute mal in etwas kürzerer Version. Und zwar waren wir gestern Samstag, den 8.12.2012 auf der Essener Motor Show. Dazu aber später mehr. Jetzt kommen wir erstmal zu den eigentlichen Hardware News. Und zwar haben wir da kurz nochmal von Intel das Thema von letzter Woche. Und zwar ging es ja um den LGA-Prozessor und ob Intel den weiterhin verwendet. Jetzt hat sich Intel zu Wort gemeldet und sagt auf jeden Fall, dass die den auf jeden Fall weiter nutzen wollen. Aber genau festlegen wollen die sich überhaupt noch nicht zu der offiziellen Produktplanung. Also das scheint auf jeden Fall nicht so zu sein, als ob sie nur noch auf die fest verlöteten Sockel setzen. Dann haben wir auch noch in Kürze, ganz kurz zu Qubitech, die ein neues ITX-Gehäuse herausbringen im Mini-ITX-Format, das heißt für die ganz kleinen Mainboards. Da hat sich einiges getan, und zwar könnt ihr jetzt Lüfter bzw. CPU-Kühler bis zu einer Höhe von 15 cm einbauen. Das ist schon sehr viel für ein Mini-ITX-Gehäuse. Die Grafikkarte bekommt 28 cm Platz und das Netzteil bekommt 15 cm Platz. Also bietet genug Platz für einen kleinen HTPC. Und ja, die Abmessungen, Breite 200 mm, Tiefe 300 und die Höhe 320 mm. Außerdem habt ihr natürlich wieder die Möglichkeit für einen 5¼ Zoll Laufwerkschacht. Und natürlich auch einen 120 mm Lüfter im Boden. Ja, dann kommen wir jetzt auch passend zum Thema zu Termarite. Und zwar mit ihrem AXP100, das ist ein neuer Lüfter. Ein neuer CPU-Kühler, und zwar ist er auch für HTPC geeignet, da er nämlich eine Höhe von 58 mm nur hat, 6 vernickelte Heatpipes mit einem Durchmesser von 6 mm hat, also eine sehr starke Kühleleistung, das Ganze sehr, sehr flach, also 58 mm für einen so riesen Kühler ist schon echt wenig, und das Ganze auch noch mit einem 120 bzw. optional auch 140 mm Lüftern, das könnt ihr euch dann aussuchen. Auf jeden Fall sieht das Ganze ziemlich gut aus, der Preis wird so um die 50 bis 60 US-Dollar liegen, mehr dazu aber, wenn er herausgekommen ist. Dann noch kurz zu SigmaTech und ihren Gerüchten über ihre Stealth-Technologie, die demnächst wahrscheinlich, also offiziell, ich glaube in 11 oder 10 Tagen, auf der SigmaTech-Homepage findet ihr auf jeden Fall mehr dazu. Und zwar bringen die demnächst wahrscheinlich neue Netzteile, Gehäuse oder irgendwas vor, bringen die heraus. Worum es sich da genau handelt, das steht noch nicht fest auf jeden Fall. Dadurch, dass die das so groß ankündigen, wird da, denke ich mal, was ganz Neues kommen, was es so bisher noch nicht gibt. Dort auf jeden Fall mal reingucken auf der SigmaTech Homepage. Und zwar ist das die Stealth-Technologie. So, dann haben wir als letzte News heute noch die Rocket Multicolor-Tastatur. Und zwar die ISKU FX Gaming-Tastatur. Also eine ganz neue Tastatur von Rocket. Und zwar haben die ja letztens schon die Maus rausgebracht. Und jetzt kommt halt eine neue Tastatur, eine neue Gaming-Tastatur. Einige Features der Tastatur ist beispielsweise eine Tastenbeleuchtung nach Wahl in 6 verschiedenen Helligkeitsstufen und natürlich die ganz normalen 16,8 Millionen Farben, also völlig frei wählbar. Dann haben wir auch noch die perfekte Lesbarkeit der Tastenbeschriftungen aus jeder Perspektive. Dann haben wir 36 platzierte Makrotasten, 3 Daumentasten, 180 programmierbare Funktionen und außerdem habt ihr noch 25 zuweisbare Funktionen für Media und Hotkeys. Und noch einige Rocket-Features. Außerdem könnt ihr die Tastatur auch in Verbindung mit der neuen Rocket-Maus verbinden. So, das war's auch schon zu den Hardware-News. Jetzt noch einige Infos so zu den Computer-Artists. Und zwar waren wir am Samstag, also ich weiß nicht, wann ihr das Video seht, also am 8.12. waren wir in Essen auf der Essener Motorshow, haben ein paar Autos uns angesehen und so ein paar Bilder gemacht. Einfach mal auf Facebook reingucken. Die nächsten Tage werden auf jeden Fall ein paar Bilder folgen. Zudem haben wir Kleinigkeiten mitgebracht, die unseren PC etwas verschönern. Da gucken wir mal, was wir daraus machen. Seid auf jeden Fall gespannt. Verfolgt uns mal auf Facebook. Wenn ihr Fragen habt zu irgendwelchen Themen aus der Hardware News, auch einfach mal dort anschreiben oder auf YouTube. Und das war's dann auch soweit von mir und bis zum nächsten Mal.